rein, wir wollen mal kurz die Landschaft genießen, bevor der auch anfängt. Ah, herrlich, ne? Was denkt ihr, wie man diese Brücke lieben wird, wenn man auf dem Rückweg ist? Wenn weiß, man ist endlich wieder da. Und bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Wieder rüber, nicht rüber. Wir fangen gerade erst an. Ja! Wow! Ja, Ila, da kannst du mal hubschraubern. Warte mal, halt. Jetzt ziehen wir noch einen länger. Oha! Also ich hoffe, ihr habt... lasst euch nicht von dieser, wie nenne ich es einfach mal ganz förmlich, Schwanzverlängerung hier stören. Ja, das ist ein Prototyp, den ich noch wohlgemerkt in der Erprobung bin. Und eigentlich ist es konzipiert für einen Gürtel vom... Ach Eli, jetzt fangen wir hier schon an. Eigentlich ist es konzipiert, um einen... in der Kombination mit einem Tragegestell von einem Rucksack, ne? Das heißt also für den Bauchgurt. Habe ich jetzt natürlich nicht. Daher rutscht das die ganze Zeit hin und her. Das ist jetzt gerade ziemlich nervig. Ich habe mich aber entschlossen, nicht den Rucksack aufzusetzen, sondern den mit auf den Wagen zu legen. Denn mir wird beim Ziehen nämlich ganz schön schwer. Warm meine ich, Entschuldigung. Nass. Und gerade solche Etappen hier. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Gucken wir mal. Ach, großer Gott. Das ist der Grund. 10 Kilometer noch. Noch 10 Kilometer. Das ist der Grund, warum so etwas... Oh nein! Oh nein! Eli, du hast in die falsche Richtung gezogen. Unfall! Unfall! Ach du großer Gott! Ich will gerade erst. Oh nein! Na, das kann ja. Das kann ja was werden, Freunde. Oh. Tja. Das ist scheiße. Oh nee, ey, Kinder. Da hat er sich was eingebrockt. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Der wird sich nur total abfeiern, Alter. Nee, Eli, komm. Komm hierher. Dem mute ich nämlich extra nicht zu, diesen Wagen ziehen zu müssen, sonst würde mich einer beim Tierschutz nur anzeigen. Wenn es die Jungs mit ihren Huskies im Winter machen, ne, denn da sagt kein Mensch was. Das ist sogar schön, ja. Aber ich das kriege eine Anzeige. So, Eli, rüber, andere Seite wieder. Das waren meine Bedenken, meine Skepsis, ob das, was ich vorhabe, überhaupt funktioniert. Es gibt mehrere Hürden auf dieser Strecke. Das, diesen Wagen dahin zu bekommen, wo ich ihn hinhaben will, ist nur eine. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob wir es hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich den 10 Kilometer ziehen kann. Och, Eli. Jetzt bleibt mal schön ruhig. So, ich hatte mal eher was vorbereitet hier. Nicht den. Also am schlimmsten ist, also mindestens genauso schlimm wie der Wagen, tatsächlich ist diese verschissene Kamera gerade. Die ging mir richtig auf den Sack. Entschuldigt, ja. Aber ey, Freundchen Eli, wenn du loslaufen willst, dann lauf doch. Lauf doch, das ist mir doch egal. Das würden sie wen anders anzeigen. Ja. So Eli, hoch da. Klimm. Ach, Kunde. Eli, komm her hier. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? So, jetzt weiter. Hoch da. Nur hoch. Zieh. Zieh, Eli. Oh nein, 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 halt vorsichtig. Wir dürfen den Wagen nicht in Schräglage bringen. Oh, das ist ja finster. Hatte ich das in Erinnerung, dass da mehrere solcher Hürden kommen? Oh.
Boah! Alter! Irgendwas ist doch immer, oder? Irgendwas ist doch immer. Das ist. Macht das, muss ich nicht sagen, ne? Es kommt keiner auf die, das nachzumachen. So bescheid ist hier nur einer auf der Welt. Ich will die noch nicht festmachen, weil ich nicht weiß, ob das hier funktioniert mit diesem Ziehgurt, mit dem Kameragurt. Ohne Rucksack funktioniert schon mal eher schlecht als recht. Rüber, andere Seite gleich. Ich könnte das natürlich hier, das könnten wir, halt mal gleich. Papa hat mal eine Idee kurzzeitig. Genau. So könnten wir das machen. Ich ziehe das hier bei mir oben drüber. Vielleicht funktioniert das besser. Drücken wir vielleicht die Kamera runter und das Ding hat hier eine Arretierung. Ja, Eli, ich weiß, du bist juckig, aber ach nee. Also meine lieben Freunde, es ist übrigens, oha, 12:45 Uhr, 12.45 Uhr, ja, und was soll ich dazu sagen, wir sind, ah, warte, gib mir kurz eine Minute. Ja, Ila, ist doch gut, wenn du mich jetzt rumnervst, Alter, kriegst du mal richtig eine Lackmeiert, aber von vorne. Ihr merkt schon, mich nicht von der Seite ansprechen jetzt, ja, ist gerade nicht so einfach, wenn ich das so förmlich sagen darf. So, wahrscheinlich fährt mir das Ding jetzt gleich einen Hacken. Das scheint noch zu gehen. Weißt du, wenn das eine Ebene wäre, so wie jetzt, das Ding heißt ja Gartenwagen, was ich da hinter mir herziehe. Ich glaube, für was anderes sollte man es eigentlich auch nicht nehmen. Und dann wäre das nicht das Problem. Ja? Aber wir sind ja hier teilweise, also erstmal sind wir in Lappland. Ja? Da ist mit einer Ebene grundsätzlich nicht. Ne? Also zumindest nicht länger als 100 Meter. Oh nein. Oh, mir ist schon warm. Mir ist schon warm. Eli, was ist denn das für ein Scheiß? Bein hoch, hoch mit den Fußis. Hoch mit den Fußis. Rum, was hast du denn schon wieder angestellt? Oh, du alter Affe, Eli. Dafür könnte ich dich schon mal richtig durchbimmeln. Komm her. Was ist denn das für ein Scheiß schon wieder? Du willst doch wieder nur, dass ich dich bemuttere. Ja, laut vernünftig. Also was jetzt noch fehlt, ist Regen, ja, aber genau das hat ja, hat meine Vorhersage, beziehungsweise mein Wunsch, darf ich dazu sagen, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen und wir haben morgens keinen Regen gehabt beim Einpacken. Aber es ist auch genau das eingetreten, was ich befürchtet oder, ja, so schlimm ist es ja, hat uns ja nie gestört. Es hat geregnet von 1 Uhr nachts bis morgens um 5 Uhr. Jo. Und auch nicht gerade wenig. Ja? Wobei, ich sage mal normal, denn im Zelt hört sich natürlich immer lauter an, als es eigentlich ist. Und wenn man dann auch noch unter einem Tarp schläft, also eine riesengroße Fläche, die noch schön Akustik machen kann, hinzukommt, dann ist es natürlich noch lauter. Deswegen waren wir, war tatsächlich lauter als am durch dieses Tarp. Lauter als am Fluss zu schlafen. Und dann sind wir, also ich zumindest, bei Eli ging es, aber ich war dann öfter wach. Ich hätte dann aber um 7 aufstehen können. Da war ich dann ganz wach. Aber Eli hat noch komplett geschlafen. Also richtig tief auch. Ja. Und da dachte ich mir natürlich, den lass den Jungen schlafen. Ach, das wollte ich ihm nie antun. Denn, ja, Eli, das geht nicht schneller. Wie oft denn nur noch? Das glaubst du nicht, ne? Hunde schlafen ja 70% des Tages. Und auf Tour hatte ja nur nachts die Möglichkeit zu schlafen. Und man muss jetzt kein Mathe-Ass sein, um sich auszurechnen, dass das nicht ausreichend ist. Ja? Das heißt also chronisch unterschlafen. Und
Also Eli, normale Hunde würden sich einfach mal hinlegen. Ha? Aber Eli könnte irgendwas verpassen. Irgendetwas ohne mich. Also ich könnte ohne ihn irgendetwas alleine machen. Das geht natürlich gar nicht. Also, ja, selbst schuld, ne? Naja, habe ich ihn schlafen lassen. Und dann sind wir aufgestanden, so 9 war es, glaube ich. Ha? Pi mal Daumen. 8:30, 9. Ich glaube, 8:30 war es, ja. Naja, und dann natürlich alles wieder auspacken am Auto, wie ich es erklärt hatte. Nochmal die Sachen einpacken. Dann habe ich mich gewaschen. Richtig, das heißt, ich habe nochmal Wasser warm gemacht. Eli, du kannst ruhig ziehen, wenn du meinst. Na, zieh, Eli. Na, zieh doch. Ich glaube, ich werde mir... Halt mal, Eli. Haben wir hier noch eine Halterung über? Ich weiß nicht. Ich könnte... Ach, der rutscht ja hier eh runter. Warum nicht? Dann nehmen wir den einfach. Ja, Eli, ist ja gut. Wir haben gleich eine Lösung gefunden. Alles gut, Eli. Du kommst gleich auf deine Kosten. Warte mal ab, Freundchen. Ich habe das Zuggeschirr für ihn mit. Das wäre nicht das Problem. Also jetzt ist es noch im Auto. Ja, ich habe es hier ausgepackt. Denn, so, jetzt muss ich nur die richtige Länge finden. An Handschuhe ist es zu warm. Die habe ich nur an wegen Scheuer und Druckstellen und so weiter. Aber möglicherweise werde ich ausziehen. So müsste es passen, ja? Ich will nur, dass er ein bisschen tiefer ist. So. Ach, jetzt, Eli, was hast du denn schon wieder angestellt? Das ist ja schlimm mit dir. Wenn der nicht an seiner Laufleine ist, ja, dann dreht er ja auch immer in alle Richtungen frei. Rum mit dem Po. Jetzt reicht's aber, Eli. Sieh dich mal ein bisschen vor. Hoch. Das ist ja schlimm, Eli. Was, Eli, rum da. Was machst denn du immer? Das ist ja natürlich nicht gewohnt. Wenn du was ziehen soll, brauchst du ein Zuggeschirr. Auf die andere Leine tritt er ja drauf. Ist ja logisch, ja. So, Eli, jetzt kannst du losziehen. Na, zieh. Ja, aber langsam, langsam. Oh, das zieht sich von ganz alleine plötzlich. ist ein bisschen besser jetzt. Ja, jetzt habe ich natürlich den Druck hier ums Handgelenk. Das schnürt mir ja gerade was ab. Wir testen uns noch. Halt mal, Eli, halt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns durchzutesten. 10 Kilometer haben wir ja noch, bis wir es rausgefunden haben. Ja? Wenn du die Kamera in Ruhe lassen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Danke. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Aufgestanden, gepackt, gewaschen. Schön mit warmem Wasser. Habe ich nochmal auf dem Benzinkocher. 5 Liter. Das habe ich mir nochmal gegönnt. Ja, das musste sein. Oh nein, guckt euch das an. Guckt euch das an. Der Wagen hat gar keine Schutzbleche. Die werden sie mit Leib braun. Oh, Eli, halt. Da muss ich lenken. Das geht gar nicht. Oh. Also bin ich ja wohl der Meinung, so oft wie die hier lang fahren, ja, und so vor allen Dingen so viele Touristen wie hier lang gehen, da hätte man doch schon mal asphaltieren können, oder? Alter, finster. Dieser Weg ist einfach scheiße. Ich kann es euch so sagen, also, hat es schon mal gesagt? Nee. Ich habe ihn schon immer gehasst. Sowohl ohne als auch mit Fahrrad. Und ich glaube, jetzt mit diesem Wagen ist es die Krönung von allem. Ja, also das kann man, glaube ich, gar nicht mehr toppen, was Scheiße angeht. Er ist einfach... Ja, ich... Er ist Mist. Ja, jeder, der ihn gelaufen ist, kennt ihn ja, muss ich nichts erzählen. Er zieht sich ewig hin. Ja, es ist eine 10 Kilometer, so wie das jetzt hier ist, geht es jetzt 10 Kilometer. Riesenmacke. Deswegen ist, wow, vorsichtig, Eli. Da musst du erstmal den richtigen Reifenluftdruck ausloten. Ja, ich habe so nach Gefühl natürlich gepumpt, weil machst du zu hart, ist es ja nur am Wömpeln hier, machst du zu weich, kommst du ja nicht voran. Ich hoffe, es passt und ich hoffe, keiner von diesen chinesischen Shenzhen-Reifen platzt unterwegs. Ah, dann kriege ich eine Macke. Dann sind wir mal richtig am Hintern. Naja, gut.
Der Verkäufer hat ja bestimmt, würde denn auch sagen, dass es nur ein Gartenwagen ist. Ja? Und im Garten spielt es ja keine Rolle, wenn es knallt. Gut. Also ich bin diesen Weg schon im strömenden Regen gelaufen. Die ganze Strecke verschiebt sich, ist ja logisch, da hört es ja nicht auf. Ja, bei Schnee, bei purem Sonnenschein kriegst du mal eine Macke. Ja, gut, jetzt haben wir es bei Matsch. Auch nicht verkehrt. Warten wir mal, was noch kommt. Das Positive, aber das ist ja typisch für Lappland. Marc findet überall was zu trinken. Ja? Nicht, Eli? So. Na dann zieh mal hoch da, Eli. Naja, zieh, Eli. Ja, langsam aber. Langsam, nicht so doll. Das ist nervig, weil man hier mal überlegen muss, dass man mittig über Hindernisse drüber fährt. Ansonsten kippt das Ding ja um, ne? Also wahrscheinlich, also uns wird ganz bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher, wird uns irgendein Same hier kreuzen auf diesem Weg. Von hinten oder von vorne. Und die werden sich einfach nur noch beeiern. Die werden sich nur noch beeiern. In der Regel kommen sie mit dem Quad lang. Vielleicht hat jemand Erbarmen und nimmt uns mit. Ja, hier müsste ich dann natürlich erklären, dass ich meine schwedischen Kronen ganz unten im Rucksack habe. Und seht da, wo der verpackt ist. Oh, das ist der Horror. Naja, jedenfalls, da war ich hier stehen geblieben. Es zieht sich, ehe man loskommt. Ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und ich habe schon damit gerechnet, dass wir Mittag, das ist erst. Ja. Von daher alles gut. Ich gehe nicht davon aus, dass wir heute noch aufs Wasser kommen. Und das ist auch nicht das Tagesziel. Das Tagesziel ist tatsächlich, und dann mache ich drei Kreuze, diesen Weg zu schaffen mit diesem Wagen. Da fällt mir ein, vielleicht kennt ihr denjenigen, ganz damals, früher auf D-Max kam der auf dieses Survival-TV, der Typ, der immer einen Haufen Kamera-Equipment mit sich rumgeschleppt hat. Weiler, und nehme ich das der große Unterschied zu allen anderen, die einem da auf der Mattscheibe gern was vormachen, tatsächlich allein unterwegs war. Ja, der hatte eigentlich am Tag 5-mal geflucht, diese scheiß Kamera. kann ich voll verstehen. Der Junge hat definitiv mein vollstes Verständnis, mein Mitleid, und das ist, naja, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, ja, so lange, bis er in den Folgen irgendwann mit Bigfoot geredet hat, fand ich das damals noch halbwegs seriös, weil glaubwürdig. Der Rest ist einfach nur noch Bullshit. Entertainment, ja, aber Bullshit. So, hier seht ihr ja, ne? Und dann müsste ich denn dem Samen erklären, der hier vorbeifährt, nochmal kurz das Geschäftskonzept von Backcountry Expeditions. Dinge zu tun, von denen andere meinen, das geht nicht. Verrückte, bekloppte Sachen zu machen und dann jedes Mal darüber zu fluchen. Nun seid ihr mal mit live dabei. Na, ich mache sowas nicht zum ersten Mal. Also mit dem Wagen schon. Aber ich meine Sachen, wo andere sagen, nee. Weil nämlich der Grund, alleine zu zweit kann ich mir die Sache hier ganz anders vorstellen. Na, da lässt sich sowas deutlich besser verteilen. Leichter ziehen, man könnte, wie auch immer, ja, aber alleine. Jetzt werden wir natürlich fragen, Dominik, was hast du da wieder alles mit? Ja, wir haben natürlich wieder Ultra-Lightweight-Packing gemacht. Ja, Eli, halt doch die Luft an. Das ist der Einzige, der mir gerade auf den Sack geht. Ja? Weil er will schneller und merkt, dass ich ja gerade, sowas ist ja eine überhaupt nicht gewohnt von mir, Entengang mache. Ich glaube, wir kommen nur mit, naja, nicht mal 2 km/h und voran. Das heißt, theoretisch, wenn wir keinen Achsbruch erleiden oder sonst etwas passiert, ich unterwegs hier noch jemanden erschlage aus lauter Zorn und Wut, werden wir wahrscheinlich zum Dunkeln am Wasser ankommen. Ah, geil. Nun gut. Ja, also was habe ich mit?
Das ist ja. Ich will jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten. Nicht jetzt nur unbedingt, um den Spannungsbogen ein bisschen hinauszuzögern, sondern weil ich ja noch gar nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert, was ich vorhabe. Ja? Denn wenn wir jetzt mit dem Wagen das nicht schaffen, dann wäre das natürlich für mich selbst eine Blamage. Naja, euch gegenüber, da muss ich sagen, finster, ja, aber ich bin euch ja nicht schuldig, sondern die Sache mache ich für mich. Das darf man ja nicht vergessen. Ja? Das ist, ist mein eigenes Ding, was ich schon sehr lange im Kopf habe, tatsächlich sehr, sehr lange. Und ich wollte das absichtlich nicht mit einer geführten Tour verbinden. Das wäre natürlich viel einfacher, ja, weil ich ja natürlich ein paar Leute mit einspannen könnte und die Sache relativ entspannt liefe. Relativ, muss man sagen. Ja? Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich dann für den Transport der anderen Tourteilnehmer zuliebe. Oh, halt, Eli. Das seht ihr wahrscheinlich nicht. Aber da hinten auf dem Weg ist irgendwas. 12 Uhr, den Weg lang runter. Das könnte ein Rentier sein. Ja? Das ist nicht ganz unmöglich. Es sei denn, es ist ein Wanderer, der sich gerade fragt, was ist denn da vorne los? Ich warte mal ab, was auf mich zukommt. Das kann natürlich auch sein. Ja? Also Rentiere siehst du auf dem Weg hier, habe ich fast jedes Mal gesehen. Egal bei welchem Wetter. Jo. Genau, und also ich wollte es absichtlich nicht mit einer Tour verbinden. Nee, da war ich ja gerade schon, ja. Sondern, genau, weil man würde denn den Tourteilnehmern zuliebe natürlich, oh ja, Eli hat sich schon gesehen, jetzt sieht er. Alles klar. Weil man würde einen Weg mindestens mit den Samen machen, ja. Ihr könnt das hier durchaus, ist machbar, wenn man nicht fragt, wahrscheinlich, natürlich gegen Öre, ja, gegen Kronen, könnt ihr euch sicherlich mitnehmen, ja. Denn die haben an ihrem Quad durchaus auch Anhänger dran, ja. Ausrüstung in jedem Fall auch, ja. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, eine Strecke hätte ich jetzt gar kein Problem, wahrscheinlich eher der Rückweg, ne? Wenn mir da jemand behilflich sein würde von denen, entgegenkommen sozusagen, ja, mich mitnimmt, dann würde ich nicht Nein sagen. Und naja, mit Tourteilnehmern wäre das denn so ein Ding, ihr wisst ja, weil ich alleine bin, ja, weil das doch schon eine ganz schöne Belastung ist hier gerade. Aber mit Tourteilnehmern, da wäre es keine Belastung. Da bin ich der Meinung, die können sich ruhig alle mal ein bisschen anstrengen, ja, von ihrem Sofakomfort ein bisschen wegkommen. Und dann ist ja das Ding, dass ich da keine motorisierten Hilfsmittel benutze. Ja, der Weg ist nicht einfach. Ja, ihr seht das schon. Also wenn man so einen Wagen zufällig ziehen sollte. Ja. Und Ila hat den gerade umgeworfen, weil er natürlich nach rechts gezogen hat. Ja. Das ist hier fatal. Ich habe neu gepackt. Ja. Einmal alles runter, einmal alles wieder drauf. Ja. Da kriegst du eine Macke. Da kriegst du echt eine Macke. Das Schlimme ist, ich komme dann jedes Mal hier auch nicht wieder raus, weil ich ja in dem Geschirr drin hänge. Ne? Aber ich kann aber so den Wagen nicht aufrichten. Also das Problem, ich habe immer noch keine Ahnung, ob das machbar ist. Das Problem ist die Spurweite. Oh, jetzt ist irgendwas von meinem Gott aufgegangen. War das gar nicht eingehakt? Auch nicht verkehrt. Ja, das Problem beim Wagen ist die geringe Spurweite. Er ist einfach zu schmal. Ja. Da kannst du nur Sachen draufpacken, die das Interessante ist. Ja. Der Hersteller sagt, ich glaube,
Oh, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, bis 200 Kilo sogar. Ich weiß nicht, wo er die Zahl, aus welchem Katalog er die abgeschrieben hat. Aber das ist natürlich ein schlechter Witz. Ja. Denn das Problem ist natürlich der Schwerpunkt. Also mal abgesehen davon, dass so viel die Achsen gar nicht ausmachen. Denn es gibt keine Achse in dem Sinne. Das sind gesteckte Räder, ja, mit einem Splint. Das kannst du eigentlich vergessen. Die taumeln nach links und rechts. Ne? Und der Schwerpunkt ist zu hoch, die Spur ist zu schmal. Ganz einfach. Ich hatte die Sache überlegt, das würde gehen. Ja? Und zwar, wenn ich mir einen speziellen Wagen konstruiere dafür, für diesen Zweck hier. Ja? Die kann man natürlich noch für andere Sachen benutzen, aber der würde sehr selten zum Einsatz kommen. Da muss man zugeben. Und dann habe ich mal durchgerechnet, Konstruktionskosten mit allem drum und dran und diesen ganzen Pipapo, da lieber 1000 Euro. Ja, das macht keinen Sinn. Also mit robustem, vernünftigem Material meine ich sehr wohl. Ja. Langlebig und so. Und deswegen habe ich mich natürlich dafür entschieden, hier so einen 80 Euro Gartenwagen zu nehmen. Sieht mal, was man von hat. Ja. Aber naja, es soll ja nur einmal funktionieren. Wobei wir natürlich hin und zurück müssen. Ja. Müssen wir mal gucken, dass ich nichts verliere. Eigentlich ist alles festgemacht. Ihr habt es schon gesehen, ich habe oben drauf meinen Nässeschutz. Ja, davon ausgehen, dass wir den vielleicht brauchen könnten. Ja. Und Eli, langsam. Ja, und natürlich den Kamerakram. Ja. Also ein Fotoapparat ist das. Ja, und was ist in den Säcken drin? In dem einen Sack ist mein großer Trekking-Rucksack drin und Eli seinen Rucksack. Und in dem anderen Sack ist das drin, was nicht in die Rucksäcke gepasst hat. Nee, jetzt im Ernst. Ne? Ich müsste jetzt zu viel verraten, um zu sagen, was ich da machen möchte. Das will ich noch nicht. Ja? Sonst bis hier würde der eine oder andere sagen, du bist ja bescheuert. Ja? Das passt alles in einen Rucksack. Dem gebe ich mir normalerweise auch recht. Ja, solche Aussage, aber nicht bei dem, was ich vorhabe. Gut, bis hierhin soweit. Ja? Und dann natürlich das Boot. Ja? Deswegen machen wir ja den Spaß. Ja? Ansonsten brauche ich ja keinen Wagen. Das ist ja der Witz daran. Ja? Denn ich möchte sowohl über Land als auch über Wasser zum Sari kommen. Ja, natürlich, wie man sieht, aus Muskelkraft. Ja, ohne fremde Hilfsmittel hier, motorisierter Art. Und das natürlich mit Aufwand verbunden. Ja. In der Regel, ich würde mal sagen, zu 99,9% wird dieser Weg hier belaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Also heißt ja aus Cycle-Wegen. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was man hier nur tun sollte, mit dem Radfahren. Ja. Ich würde natürlich ein Mountainbike empfehlen, seht ihr ja, ja, bei dem Weg hier. Aber ich sag mal so, wenn man damit klarkommt, mit so einem alten Drahtgurken-Esel, der das aushält, kann man es auch damit machen. Der Punkt ist natürlich immer, man muss das Rad hier irgendwo hinstellen. Denn, ne, also man fährt ja nicht den ganzen Weg bis. Das könnte heute länger dauern. Ja, ihr seht, es geht rückwärts und tatsächlich auch in die rückwärtige Richtung wieder. Ich habe jetzt zweimal umgepackt. Also nach dem anderen zweimal umpacken. Ja, und der Wagen fällt permanent um. Egal wie ich es packe. Die Rollen nach unten, nach oben, verkehrt, nach links. Die Reihenfolge spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist einfach, es ist und bleibt. Die Spurweite ist für den Weg hier zu schmal. Kannst du nicht machen. Nicht mit dem Gewicht zumindest. Ja, wenn ich hier nur das Boot drauf hätte, da könnte man sagen, naja, vielleicht. Ja, könnte gehen. Aber er würde trotzdem taumeln. Der Grund, warum wir jetzt hier zurückgehen, ist nicht nur der Wagen, sondern ich habe offensichtlich meine Mütze verloren. Fatal, ne? Muss mal gucken. Meine Handschuhe sind noch da. Irgendwo, bei irgendeinem Umkippen, muss sie aus dem Gurt gerutscht sein. Scheiße.
Das ist echt Mist. Ja. Denn ohne Mütze kann ich nicht weitermachen. Das funktioniert nicht. Da oben ist arschkalt auf dem Berg. Also müsst ihr mir, jeder der weiß, der wird zu dir hätten wir ohne Mütze. Ja. Da habe ich zwar noch eine Kapuze, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Ja. Und ich bin mir auch sicher, ich habe es versucht, ja. Wie immer. Ja. Ich musste mir das jetzt auch mal selbst, nachdem ich jetzt so viele Jahre drüber geritzelt habe, ob es machbar ist, kann ich jetzt zumindest für mich selber sagen, ist völlig egal, wenn mir so ein Klugscheißer kommt und meint, ach, das kann, wie habe ich schon gemacht. Na, dann möchte ich einen Beweis dafür sehen. Ich bin der Meinung, alleine, solo, mit der Aussicht, die ich hier habe, ist es nicht machbar, diesen 10 Kilometer Weg zu stemmen. Ohne Motorantriebskraftunterstützungshilfe. Ja. Also mit eigenem. Da müssen wir wirklich was ganz Spezielles bauen und naja, ich glaube nicht, dass eine für eine einzige Tour sich jetzt irgendein Max bestimmt geben. Ja. Vielleicht hat es ja tatsächlich schon mal jemand gemacht, aber wie gesagt, dann würde ich jetzt gerne mal einen Beweis sehen. Naja, erzählen kann ich mir eine ganze Menge. Ich hoffe, dass wir jetzt die Mütze wiederfinden und wofür jetzt eigentlich leider gar kein Auge haben. Hier stehen überall Blaubeeren. Ja, ist alles voll. Also verhungern wollen wir hier schon mal nicht. Ja. Und das Schlimme ist, ich weiß eigentlich gar nicht, wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Ja. Also wie weit es noch wäre. Denn dazu müsste ich, das GPS ist natürlich im Rucksack, weil ich dachte mir, für den Weg brauchst du jetzt kein GPS, kennst du ja. Das ist ja auch Quatsch irgendwo. Müsste ich erstmal auspacken und gucken. Ja. Ich kann es nicht sagen, ob es schon 2 Kilometer waren. Keine Ahnung. Es ist zumindest mühsam, das Ding hier weiterzufahren. Ja, also ich bin hin und her gerissen. Scheiße. Lass den Wagen jetzt da stehen. Also wegfahren wird bestimmt keiner. Ja? Und hol meine Mütze. Ja, ich habe keine Ahnung. Die muss irgendwo runtergefallen sein, weil ich bin nicht der Meinung, dass ich die irgendwo eingepackt hätte. Ja. Das kann jetzt natürlich überall sein. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder bis an den Anfang laufen. Dann kriege ich eine Macke. Ja. Also mir ist richtig warm gerade. Schwitzt wie ein Affe. Das Schlimme ist jetzt natürlich, es ist ja alles auf dem Wagen, inklusive natürlich auch meiner Regensachen. Logisch, ja. Also ich weiß wirklich gerade gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Auf der einen Seite würde ich gern das durchziehen natürlich, weil ich es mir vorgenommen habe. Und ich habe jetzt hin und her überlegt. Es gibt praktisch keine andere Möglichkeit, das zu machen. Ich muss da hinkommen. Also ich weiß nicht wie, aber ich muss es nochmal versuchen. Ich muss es nochmal versuchen. Nützt alles nichts. Aber ohne Mütze, auf keinen Fall. Denn die ist jetzt nicht nur für heute oder für die nächsten Tage, sondern für die nächsten Wochen auch noch essentiell. Ich habe nur eine Mütze mit. Ne? Ich habe natürlich noch einen Hut. Oh, ich könnte mich in den Arsch treten, weil ich natürlich immer darauf geachtet habe, dass ich, also meinte ich zumindest, ja, dass ich es irgendwo festgeklemmt habe darunter. Die Handschuhe und die Mütze, wusste ich ja, sind zwei Sachen, die will ich mal griffbereit haben. Kann ich nicht ganz so fest drunter machen, aber so, dass es hält, ja. Naja, offensichtlich hat es nicht erhalten. Okay, gut. Hier noch jammert. Hoffen wir, dass wir das Ding irgendwo finden, ne? Wenn jetzt irgendein Samer an dem Wagen vorbeikommt, muss ich auch fragen, was ist denn hier los? Ne? Mitten in der Wildnis steht ein Handwagen mit eine ganze scheiß voll Ausrüstung da drauf. Ja. Ist übrigens auch mein Portemonnaie drin, mal so ganz nebenbei. Ja. Agoran, ja, ich kann jetzt nicht alles rauswühlen. Da stehe ich ja ewig, wenn ich die Dinger wieder auspacke. Ich habe schon am Auto gebraucht, ewig die einzupacken. Das ist ja Wahnsinn. Also damit brauche ich heute gar nichts mehr machen. Ja, es ist jetzt schon 14 Uhr und ich habe zumindest noch mit dem Gedanken gespielt, dass wir es vielleicht doch noch schaffen. Ja, ich würde, soweit wie es
möglich ist, es nochmal weiter versuchen. Auch wenn es immer wieder taumelt, ganz ehrlich, dann laufe ich rückwärts. Also so wie ich es eben auch gemacht habe. Dann laufe ich rückwärts, Stück für Stück. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich nur mit 1,5 km/h voran oder vielleicht auch nur ein und brauchen dann für den Weg 10 Stunden. Ja, das ist natürlich der Oberbrenner. Aber wie nochmal die Blamage nach Hause zu fahren, ohne nicht wirklich alles versucht zu haben, das will ich mir nicht geben. Auf keinen Fall. Ja. Es ist machbar mit dem Ziehen. Auch dieses hohe Gewicht auf dem Wagen, auch über diesen schlechten Weg, das kann man alleine machen, wenn man genug Willen dafür hat. Das ist nicht unbedingt eine Kraftsache, ist vor allem eine Kopfsache. Sage ich immer wieder. Aber die Spurweite des Wagens, das ist das Problem hier. Sie ist einfach zu schmal. Ja, und wir sind schon ein ganzes Stück weiter vorangekommen. Ja, ich hatte ja gehofft, das war. Scheiße. Alter, scheiße. Und dadurch taumelt er die ganze Zeit nur. Hinzu kommt, wie gesagt, dass er keine vernünftige Achse hat, die durchgehend ist, sondern jedes Rad ist billig typisch natürlich einzeln aufgesteckt und mit einem Splint versehen. Es ist nicht fest arretiert. Das hat einen Klapperweg von, also das taumelt locker 1 cm um die Hochachse. Ja, also gar kein Problem. Und das mit der schmalen Spurweite ist für so einen Weg hier. Nee. Ist halt ein Gartenwagen. Ja. Muss ich allerdings sagen, aufgrund der Konstruktion, ich habe ihn zu Hause übrigens schon mal eingefahren, darf man das so sagen, getestet. Als er frisch neu war, habe ich Ila mit dem Zuggeschirr dran gesponnen, habe den Reifenluftdruck volle Pulle aufgepumpt und dann sind wir über den Feldweg. Ja. Das ging gut zur Sache. War nicht ohne. Ila hat 200 Meter gebraucht, um klarzukommen mit dem Wagen. Und dann ging's. Ja, und dann haben wir gut Speed gemacht. Wir haben die Räder richtig warm laufen lassen, also diese Steckdinger. Ja, und da dachte ich mir, naja, gut, ein bisschen Geschwindigkeit hält er schon mal aus. Aber in Kurven war er dennoch kippelig. Ja, aufgrund dieser beschränkten Konstruktion. Naja, man kann sowas nicht testen, vorher üben. Ja, dann werden wir recht geben, so ein Weg hier. Und das simulierst du irgendwie nicht wirklich. Das musst du vor Ort sehen und dann feststellen, geht nicht. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, guckt sie euch an. Da liegt sie. Da liegt sie, die Mütze. Oh herrje. Jetzt ist ja natürlich interessant, wie weit es noch bis zur Brücke ist. Ja. Also ich glaube, ja schön Eli, das ist meine. Danke, dass du frühzeitig Bescheid gesagt hast. Ich schätze mal, dass wir gerade mal 1 Kilometer gekommen sind. Ich weiß es nicht. Aber Tagesziel wäre ja sowieso gewesen, nur die 10 Kilometer Fußweg zu machen. Ja. Und dann, was ich jetzt auch festgestellt habe, dass mit dem Film, also das ist ja auch alles zu viel, muss ich sagen. Das kannst du nicht bringen. Also ich zumindest jetzt hier so nicht. Mit dem Gestell, das hat mit dem Rucksack ganz gut funktioniert, wo ich zu Hause getestet habe. Aber jetzt ohne Rucksack ganz schlecht und in Kombination mit dem Wagen natürlich noch viel schlechter. Das heißt, jetzt wenn ich den Wagen filme, ziehe, kann ich nicht weiter filmen. Da mache ich mir ab. Denn kippt der Wagen wahrscheinlich noch aus dem Grund mehr um, weil ich mit der Kamera zu tun habe. Ne? Ich muss mich 100%ig nur auf den Wagen konzentrieren und werde wahrscheinlich auch rückwärts laufen. Ich werde jetzt rückwärts laufen mit dem Wagen. Das ist natürlich richtig nervig. Und damit ich dann zumindest sehe, bevor er ans Taumeln kommt. Weil sonst, wenn ich hinter mir hinterher ziehe, sehe ich ja nicht, wenn eine Achse schräg fällt und dann Bums macht. Ja. Jo. Ich bin jetzt auch nochmal in Gedanken durchgegangen, ne? Inwieweit ich den Wagen erleichtern könnte, ja, damit es mir leichter fällt, das zu machen. Es bleibt das Boot, keine Frage. Das ist schwer, ja. 25 Kilo. Dann hast du, was hier auf einem Punkt liegt, ja. Was nur das Boot auf dem Wagen, ja, ist das Problem. Dann kommt aber der Rucksack dazu, ja. Mit unseren Schlaf- und Zeltsachen drin. Und dann kommen die Esssachen dazu. Ja, ich hatte gesagt, für eine Woche geplant, Essen, für uns beide natürlich. Ja. Ansonsten habe ich jetzt keine,
keine High-End-Luxus-Sachen mit. Ja. Den Kamerakram natürlich. Ich habe eine Tasche, was ich ja sonst nicht habe. Eine nur für die Kamera, eine nur für den ganzen GoPro-Mist und eine für das neue Audi-Aufnahmegerät, was ich gesagt hatte. Ja. Das heißt mit Mikro, wo ich den mal aufs Stativ stellen wollte, ein Kabel und da vielleicht mal ein bisschen so den Klang, weißt du, vom Berg. Ne. Ja, und das wiegt natürlich alles. Und selbst wenn ich jetzt 3 Esspakete rausnehme, ja, weil ich mir sage, ey, ja, dann essen wir ein bisschen weniger. Davon wird der Wagen jetzt aber auch keine 20 Kilo leichter. Ja. Es ist, wie es ist. Das Gewicht ist viel. Das Gewicht ist hoch. Und ich muss es jetzt nochmal versuchen. Ganz einfach. Das müssen wir jetzt durchziehen. Der einzige Vorteil, ich versuche mir die Nummer jetzt schön zu reden, ist natürlich, wenn ich so langsam laufe, ja, und das auch noch rückwärts, da laufe ich nicht die Gefahr, mir Blasen zu gehen an den Hacken. Ja? Agorad, ja. Ich habe keine Blasenpflaster drum. Wobei, wie gesagt, ja auch meine, ich habe jetzt hier die Hanwag Enkesh 2 an. Die sind ja eingelaufen, soweit man das Einlaufen nennen kann, mit gepolsterten Schuhen. Ja, das ist immer nicht mehr so viel vor 50 Jahren, aber sie sind schon gut in Nutzung gewesen. Das heißt also, müsste ich mir nicht mehr so doll Blasen laufen. Kann schon mal vorkommen. Die Strümpfe sind ein bisschen groß, die muss ich jetzt auftragen da drin, aber ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen das jetzt einfach weiter. Ja. Ihr seht da hinten den Berg. Ich kann euch nicht mal sagen, ob das das Ziel ist, weil ich jetzt schon wieder ein paar Jahre nicht hier gewesen bin. Ich merke mir auch nicht jeden Weg, also wie von der Optik jetzt hierher. Ich weiß nur, dass das scheiße ist, natürlich. Ich glaube aber, er knickt nochmal ab. Der Weg dürfte nochmal knicken, das heißt, der Berg ist nicht das Ziel. Ja. Den Berg, den er hinter uns sieht, da kommen wir direkt her. Ja. Da ist der Parkplatz. Und ja, ist jetzt natürlich schade. Hätten wir jetzt noch Vormittag früh am Tage, würde ich mir hier ein paar Beeren suchen. Ich sehe hier, es sind überall Blaubeeren. Alles voll. Ein paar Preiselbeeren und Krähenbeeren auch. Also alle drei sind sie hier. Ja. Da hätten wir uns ja nochmal eine gute Wegzehrung machen können. So wird es jetzt neben der Schwierigkeit, die ich jetzt habe mit dem Wagen. Also es steht immer noch die Möglichkeit, dass ich wieder abbreche. Ja. Aber ich will es nochmal versuchen. Ist die nächste Schwierigkeit Eli. Er ist natürlich nicht gewohnt, so langsam zu gehen. Ja, das 1 km/h, das sind wir noch nie gegangen. Ich wüsste gar nicht, in welcher Situation. Ja, ihr guckt mal, wenn er da hinten, seht ihr den Wagen stehen? Ja, ich weiß nicht, ob die GoPro das sehen kann. Na, aber da würde man sich jetzt auch fragen, als Einheimischer hier, was ist denn da los? Also ich muss jetzt wirklich zugeben, ich würde nicht Nein sagen, würde mir jetzt einer Hilfe anbieten mit dem Ding. Ja? Weil ich weiß, das ist einfach, es ist machbar, aber der Aufwand ist Wahnsinn. Ist wirklich, könnte man auch schon fast sagen, steht eigentlich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Ja? Wenn man dennoch mit schlechtem Wetter belohnt wird am Ziel, dann ist man natürlich richtig Pappesau. Fragen Sie, warum es eigentlich gemacht hat. Ja, ich hoffe natürlich aber dennoch, dass wir da ein bisschen was anbesehen können. Und was ich jetzt in jedem Fall nicht machen wollte, diesen schönen Tag jetzt hier, schön in Form von Regen frei und es ist tatsächlich wärmer geworden, ja, am Auto wieder zu verbringen und dahin zu frusten, was wir denn machen. Ja. Weil die Alternative... Ila hat ein bisschen Durchfall, aber das ist nicht verwunderlich, so viel wie er gestern von der Pasta sich reingezogen hat. Ja. Und aufgeregt ist er jetzt natürlich auch. Ja. Jetzt bin ich raus. Was hat die gerade gesagt? Keine Ahnung. Entschuldigt. Ich habe es jetzt vergessen. Nun dann, ich glaube Aufwand, Nutzen, Wagen und so weiter. Genau, wir haben hier ein gutes Wetter heute und das wäre ziemlich dämlich, das rumzusitzen. Also so eine Periode, wie wir jetzt hier gerade haben, jetzt wird einer sagen, was gutes Wetter, ist doch also für die Jahreszeit ist es hier 30 Grad Sonnenschein, könnte man sagen. Ja, es regnet nicht, das ist ein Wunder, fast schon. Und das würde ich dann auch gern ausnutzen. Das heißt, irgendetwas machen heute, irgendetwas Sinnvolles, steht da?
Ja, weil wir haben gestern schon den ganzen Tag entspannt, damit wir heute durchziehen können. Ich will nicht noch so einen Tag sitzen. Aber wenn wir jetzt zurückgehen, denn umplanen, was machen wir denn? Weil die einzige logische Konsequenz wäre ja praktisch die Sache mit dem Boot zu stecken. Packen wir den Rucksack für 5 Tage Trekking ohne Boot. Ja. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht hier. Wisst ihr? Das ist nicht das, was ich hier jetzt machen wollte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder am Wagen und ich packe die Kamera jetzt mal weg, weil wir haben jetzt schon genug gefilmt und wie gesagt, es bringt ja nichts. Ihr seht nicht, wie ich hier den Wagen, ich habe das jetzt glaube ich schon noch gesehen, wie mühsam das ist, ja. Es sind wahrscheinlich noch 9 Kilometer. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Tja, jetzt hat es Dominik geschafft, beziehungsweise jetzt ist wirklich Ende. Ihr seht, ich wäre jetzt noch zurückgegangen, ja, der Wagen ist jetzt noch 2-mal umgekippt, obwohl ich langsam gegangen bin. Aber jetzt ist es passiert, die Aufhängung ist gebrochen. Es ist, was heißt Aufhängung? Die Schweißnaht der Mittelachse ist gebrochen. Ja? Wohlgemerkt, hier sind keine 180 oder was auch immer drauf. Seht ihr das hier? Scheiße. Hä? Jetzt ist die Frage, wie lange das Ding überhaupt noch hält. Wir müssen zurück. Bringt nichts. Also so komme ich auf keinen Fall. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2 Kilometer gekommen sind, da... Scheiße. Das ist das allerletzte. Ey, ich bin echt pappesatt. Ja, ich bin pappesatt. Dieses Scheißding, Alter. Kannst du echt vergessen. Ja. Das ist dieser China-Dreck, ja. Ich meine, hast ja noch Garantie drauf. Der Verkäufer würde dir sagen, du hast wahrscheinlich 500 Kilo Gehwegplatten draufgelegt. Dann sagst du, nee, du bist mit 50 Kilo einen Eingang zum Sarik hochgefahren. Ja. Ich glaube, es stand nicht in der Bedienanleitung drin, dass man nur auf Rasen fahren darf. Aber was in jedem Fall drin stand, man darf, was auf dem Rad steht natürlich, die Räder, ihr kennt das ja, Tube not for highway use. Den will ich auch mal sehen mit dem Wagen hier. Okay, gut, oder auch nicht. Schade eigentlich. Ja? Das heißt, wir müssen uns einen neuen Plan machen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. In jedem Fall müssen wir so zum Auto zurück. Und ich kann echt nur hoffen, dass wir mit diesem Scheißding noch zurückkommen. Ansonsten habe ich mir echt ein Problem. Ich wüsste gar nicht, wie ich diese Sachen... Leute, die Überlegung hatte ich zu Hause nämlich schon. Was ist, wenn die, wenn der Wagen die Grätsche macht, egal auf welchem Stück, ob das jetzt auf angekommen sind, dann auf dem Rückweg oder schon auf dem Hinweg, wie auch immer. Wie kriegst du denn die Sachen wieder zurück ohne Wagen? Ja? Einen Rucksack kann ich tragen. Ja, schön, aber nicht den Rest. Jetzt haben wir die Bredouille. Ja. Noch geht's, aber wir werden jetzt gehen wir bloß noch Pissbot-Schritte. Das heißt, heute kann ich schon mal sagen, heute gehen wir leider nirgendwo mal hin. Ich bin pappesatt. Ich bin echt pappesatt, weil ihr seht, oder ihr seht es jetzt nicht, aber ich hätte es jetzt gemacht. Ich hätte das Scheißding jetzt 9 Kilometer rückwärts in Pissbot-Schritten dahin gezerrt. Ja. Und jetzt ist dieses Dreckding kaputt, Alter. Ich bin pappesatt. Gut, brauchen wir jetzt nicht rumjammern? Ja, wäre vielleicht mit einem anderen Billigwagen auch passiert, man weiß es nicht. Ja, dann ist immerhin eine ganz schöne Last mit den Steinen und so weiter. Aber eine Schweißnaht zu reißen, das ist ja wohl, also da... Gut, auf dahin, ja. Wir gucken uns nochmal, guck da an, wie hell das da ist. Das ist eine Sünde, oder? Das ist eine Sünde. Ja, an diesem schönen, trockenen Tag. Scheiße, ich bin pappesatt. Mal gut, dass ich Wolle trage, ne? Und ich kann immer noch lachen, ne? Also am liebsten, weil ich an das Ding jetzt eine Stange Dynamit bin, hier den Hang runter und dann... Bam! Aber sind ja meine Sachen noch drauf. Ja. Ey, das sage ich euch. Das Schlimme ist, es ist jetzt so weit da unten abgebrochen, jede kleinste Unebenheit, jetzt ist gerade mal ein gerades Stück, deswegen kann ich hier anhalten, ne? Das ist hier nur 100 Meter, nicht mal. Jede kleinste Unebenheit führt sofort dazu, dass die Deichsel nach vorne abbricht, ja, und das Rad schräg steht. Ich muss die ganze Zeit nicht nur rückwärts ziehen, sondern die Deichsel auch nach oben ziehen. Daher habe ich jetzt hier Arme wie, ne? Also ich gehe die ganze Zeit so. Da kriegen sie eine Magge und nur meine Sachen wieder wegzukriegen, ne? Nun will ich den Kram ja auch nicht in der Landschaft entsorgen, ne? Aber am liebsten, da kannst du wissen, ey.
Ja, jetzt wird einer sagen, deswegen heißt es ja Gartenwagen. Erklärt mir mal, unter welchen Bedingungen im Garten 200 Kilo da drauf geladen werden können und wie lange der das mitmachen soll. Der kommt ja noch nicht mal mit 50, naja, gut, Entschuldigung. 80, ja. Ich müsste mal über den Daumen peilen. 80 Kilo könnten da jetzt drauf liegen, ja? So genau. Nicht mal damit kommt er klar. Oh, ich bin fix in alle. Ila natürlich auch, ja. Nichts geschafft heute? Geil, der Tag, ne? Akkurat. Es ist 10 vor 3. Ich bin pappesatt. Guckt euch mal das Wetter an. Wir sind hier an der Grenze des Sarex und da scheint die Sonne. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Ich meine, wie geil ist das denn? Was hätten wir so einen schönen... Oh, ich könnte ausflippen. Ich wette, morgen wird es regnen, hundertprozentig. Da kann ich ja schon voraussagen. Ja, ich weiß, selbst erfüllende Prophezeiung, ne? Oh, nee. Natürlich werde ich mit der Schande jetzt nicht leben. Das dürfte klar sein, ja. Also ich meine, ich muss jetzt für mich da nicht nochmal hin. Ja, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber ich kenne es. Ich weiß, wie es aussieht und so weiter. Ich kann es euch ja jetzt verraten. Ja, jetzt, wo ich gerade so pappesatt bin und wo es noch nicht ganz so laut ist vom Fluss, da unten hört er nachher wieder nichts. Stellen wir uns mal kurz hier auf so einen sonnigen Hang. Eli, du darfst auch mal, weil du so beschissen lieb gerade gewesen bist. Den muss ich gerade einmal richtig, also vorhin, ne? Weil er ja absolut nicht hören wollte. Setzen wir uns hier mal, komm mal her, Ilinchen. Setzen wir uns hier mal auf so einen sonnigen Hang und lassen da so einen wild gewordenen Ranger. Oh, hier ist ein Pilz. Guckt euch das mal an. Hier ist noch ein Pilz. Ist das trocken? Naja, du beschissen. Oh. Also erstmal, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist hier gerade noch ein Elchjäger vorbeigekommen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, ne, auf dem Quad? Warum auch nicht? Ich glaube, heute war Sonntag, ja. Ich habe total, ja, heute ist Sonntag. Und glaubt ihr mal, ich bin gleich mit dem Wagen, ich habe angehalten, so weit wie es ging ran. Also eine Seite stand schon auf der Grasnarbe, Eli festgehalten. Nun glaubt man nicht, dass der wegen uns langsamer gefahren ist. Der kam locker mit 60, wenn nicht sogar 70 an. Ja? Ich kann eigentlich froh sein, dass wir nicht in der Pfütze standen. Ja? Ansonsten wäre es das jetzt gewesen. Der ist 40 cm an uns, ja, mit volle Banane vorbeigedüst. Also ich habe wieder stehen im Wald hier. Er hat ja Mickey Mouse auf, ja, aber ich, jetzt mal abgesehen davon, dass da ein Hund neben uns stand, ja. Also ich glaube, der hat keine Hunde, ja. Oder bindet die nachts am Baum an, ich weiß es nicht. Fand ich gerade ein bisschen daneben, ja, ist jetzt eine halbe Stunde her. Nun gut, also der Plan war eigentlich gewesen, jetzt wenigstens hier mal ganz kurz die Sonne genießen, ja, bevor wir das Schlimme ist, ich muss den Wagen unten abpacken, sonst können wir nicht durch dieses Tor auf der Brücke. Der Wagen passt gerade so durch, aber so ein Stück gerade noch, links und rechts, ne? Aber nicht mit den beiden Säcken da drauf. Ach, scheiße. Und dann muss ich alles wieder draufpacken. Gut, ich kann es ja jetzt so ein bisschen verraten. Alles werde ich nicht sagen, aus naturschutzrechtlichen Gründen. Ganz einfach. Ich würde mich konform verhalten, in jedem Fall. Aber ich weiß, würde ich das jetzt alles nur sagen und nicht machen, könnte das missverstanden werden tatsächlich und möglicherweise, davon gehen wir schon aus, würde das jemand nachmachen und dann allerdings nicht auf meine Art, sondern auf eine Art, wie sowohl ich als auch die Einheimischen sie ja überhaupt nicht gern sehen. Ja? Daher halte ich mich gerade nur das Gröbste. Wir wollten mit dem Wagen bis an den See ranfahren, 10 Kilometer. Dann wollten wir den See hochpaddeln. Das sind nochmal so 15. Ja. Dann wären wir am Rappadalen, das heißt am Delta des Rapperflusses, angekommen. Und da gäbe es jetzt zwei Methoden gewesen. Wir zelten A unterhalb entweder des Kirfes oder gegenüber seines Pendants auf der anderen Seeseite. Die sind ja beide in etwa gleich hoch. Skiff ist, glaube ich, 1178 irgendwie so in dem Dreh und der andere müsste 1215 oder 20 so sein. Ja, nimmt sich beides jetzt praktisch nichts. Skiff ist natürlich bekannter und oben begangen, der andere ist praktisch oben reine Wildnis. Und da wollten wir das erste Camp aufschlagen. Dann wollten wir das Rappadalen durchforsten. Bis zum Namasch, ja, das ist der Berg in der Mitte des Deltas. Da wollte ich das zweite Camp aufschlagen
Und da wollte ich möglicherweise, da würde ich jetzt natürlich gucken, wie sich die Gegebenheiten vor Ort sind, war der Plan, am Fuße des Namasch das Basecamp aufzuschlagen. Daher habe ich nämlich so viele Sachen mit, weil natürlich mit den ganzen Kram würde ich jetzt nicht irgendwo durch die Landschaft warten. Das dürfte klar sein. Ja. Aber solange wir auf dem Wasser sind, wäre das noch okay. Ja. Denn bis zu diesem Punkt ist noch kein Nationalpark, ganz wichtig. Ja. Und deswegen sagte ich, will ich ja auch nicht weiter jetzt hier ins Detail gehen, sonst versteht das jemand falsch. Wollte ich da das Basecamp und dann wollten wir, also das so war denn der Plan gewesen, einmal, ich habe noch tendiert, also natürlich werden wir auf den Namasch hochgehen, das dürfte klar sein, das ist jetzt relativ, na, es geht noch, und dann auf das Pendant zum Tierkeli, glaube ich, heißt er, ich habe den Namen jetzt vergessen, gegenüber vom Skirfe jedenfalls, ich glaube, er heißt Tierkeli, ja. Müsste ich nochmal gucken in der Karte. Die Namen von den ganzen Bergen. Manchmal bringe ich ein paar durcheinander. Da wollte ich auch hoch, ja, weil da hat mich immer mal gefragt, wie sieht eigentlich der Blick zum Skirfe von der anderen Seite aus? Das ist so ein bisschen wie mit dem Grand Canyon. Ja. Wer das kennt, die Massen strömen ja in der Regel erst zum South Rim. Ja. Aber interessant ist natürlich auch, wenn man den richtigen Positionsstandort hat, nochmal eine Sicht vom North Rim. Dann müsste natürlich die ganzen Canyon-Schlucht umfahren, um dann zu, versteht ihr, von der anderen Seite. Und so ähnlich hatte ich das hier ein bisschen vor. Bin ja bekannt für mal so ein bisschen unorthodoxe Dinge, was die Touren angeht. Und wollte uns den Skirfe mal aus der gegenüberliegenden Sicht anschauen. Ja. Das wäre auch so ein Ding gewesen. Ich hatte nicht unbedingt vor, den Skirfe auch noch hochzugehen. Das wäre jetzt vielleicht aufs Wetter angekommen, das weiß ich nicht. Jedenfalls, was denn auf dem Plan stand, das Rapa-Delta ein wenig hochzulaufen, durchzulaufen, also zu trekken, zu wandern. Dann schlagen wir da ein weiteres Camp auf. Und dann würde ich gehen bis zur, jetzt müsste ich überlegen, wie die Flussgabelung heißt, wo der Fels, der Berg steht, wo der Rapperfluss den Knick macht nach Nord, Ost, Gott, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf. Entschuldigt, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe immer noch den Wagen im Kopf. Jedenfalls wollten wir da das nächste Camp machen, beziehungsweise da hatte ich vor, die Aussicht zu genießen, weil da siehst du praktisch das ganze Rapperdalen, das Delta nochmal runter, mit dem Namasch in der Mitte, links den Skirfe und rechts den Tierkeli. Und dann wollten wir oben den Weg auf dem Fjell zurücklaufen in Richtung Skirfe. Da wollte ich allerdings mal eine unorthodoxe Route nehmen, die möglicherweise so nicht bekannt ist. Ja, da oben ist nicht ganz ohne. Es gibt noch ein, zwei Täler, die man da durchaus durchwandern kann. Da würde ich wieder machen, take the long way. Und dann hätten wir den letzten Halt gemacht. Das wäre dann so Pi mal Daumen Tag 6, Tag 7 gewesen. Hinter dem Skirfe das letzte Lager. Wären dann zurück zum Basecamp und dann sozusagen mit hungrigen Magen, so hatte ich geplant, 7 Tage Pi mal Daumen wieder hierher zurück. Wer die Gegend jetzt nicht kennt, dem wird das wahrscheinlich alles gar nichts gesagt haben. Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen auf der Karte verfolgen. Vielleicht kann ich es euch auf der Karte nochmal zeigen. Aber warten wir es mal ab, denn wie gesagt, ich gehe jetzt nicht ohne nicht nochmal den Rapper gesehen zu haben. Das will ich in jedem Fall machen. Ja, das ist sonst eine, wie gesagt, Skirfe muss ich nicht nochmal. Ich würde mich jetzt vom Wetter überraschen lassen, dass wir jetzt Sonne haben, Alter. Ich könnte mich in Arsch beißen. Wirklich, ja. Den chinesischen Hersteller, oder nee, eigentlich die Chinesen können ja gar nichts dafür, dass sie scheiß Billigqualität produzieren. Denn die werden ja auch nicht besser dafür bezahlt, ja. Man muss es einfach so sagen, dass mitunter der deutsche Importeur dieses Ramsch-Produktes, dem müsste ich dafür jetzt eigentlich den Tag in Rechnung stellen. Ja. Scheiße, Alter. Nun dann, also wir gucken nochmal in die Richtung, aber dann dürfte es per Pedes gehen. Ja? Und das ist das, was mich nur am meisten ärgert, dass wir das Boot nicht nehmen können. Ja? Denn das wäre natürlich ein absolutes Highlight gewesen, mit dem Boot Richtung Delta zu fahren. Ja? So ein Hals. Nun gut, und der Grund, warum ich das jetzt unbedingt dieses Jahr nochmal machen wollte oder grundsätzlich, warum es jetzt so drückte und ich nicht gesagt habe, naja, verbinde ich das mit der nächsten Tour, weil das könnte ich natürlich auch machen. Ja, also für alle, die jetzt Interesse haben, möglicherweise macht Dominik nochmal so eine entsprechende Mix, das nochmal in eine Tour mit unter, dieses Highlight. Denn ich hatte es im letzten Jahr erwähnt, gibt es hier... ist das Rapperdalen, das Delta unterhalb des Skirfes, natürlich nicht im Nationalpark enthalten.
Und meine Spekulation war ja damals gewesen, natürlich, es hat natürlich auch einen Hintergrund bezüglich des Kraftwerkes. Ja? Das heißt, die Vattenfall und Co. haben da natürlich die Möglichkeit, den See zu regulieren. Denn wenn, das könnte man sich natürlich vorstellen, wenn das Delta noch mit inklusive wäre, dem Schutzstatus unterstehen würde, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach, dieses, sagen wir es mal, abzusaugen, um es mal ganz finster zu. Wahrscheinlich wird man das nicht, man weiß aber nie, was passiert. Deswegen gehe ich immer vom Worst Case aus. Jemand anders würde jetzt sagen, wahrscheinlich ein Vertreter von RWE und Vattenfall würde sagen, also wenn wir jetzt den See machen, das hat gar keinen Einfluss aufs Delta. Natürlich, ja. Wasserkraft hat nie einen Einfluss auf die Landschaft, ja. Und naja, jedenfalls gibt es, das war ja meine Spekulation, dass es zumindest nicht schlecht wäre für den Betreiber dieses ganzen, dieser Stauseen. Ja, Ila, hier gibt es Schmackos überall. Hast du schon gesehen? Da kannst du mal gucken. Hast du welche gefunden? Das sind aber Krähenbeeren, Ila. Die blauen sind die Preiselbeeren. Heidelblaubeeren. Habe ich aber auch gesehen, Preiselbeeren vorhin. Da oben standen welche. Ja, und ich weiß, dass es mittlerweile auch, weil das, dann habe ich nämlich nochmal recherchiert, das Delta gehört zum Besitztum tatsächlich der, der Samen, beziehungsweise des, wenn man das so nennen kann, Grundstücks, Gutshofes, Aktie ist inkludiert. Ja? Daher beanspruchen die natürlich auch ihre Bootsfahrten da reinzumachen. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das aus gutem Grund natürlich nicht an den Nationalpark abtreten wollen. Ja? Denn da fehlt ihnen mit die wichtigste Einnahmequelle hier, weil das ist ja nicht gerade unbekannt. Ja? Also es hätten da zwei Leute wahrscheinlich, zwei Parteien, haben grundsätzlich einen Vorteil davon, dass das Delta nicht zum Nationalpark gehört. Ja? Einmal würde ich jetzt mal spekulieren, der Staudammbetreiber, als auch natürlich die Samen, die hier, ne, die Eime, alle, also alle regionalen. Dem einzigen, dem das natürlich zugute käme, wäre dem Nationalpark. Ja? Weil dann dürfte man das Delta nicht mehr mit dem Boot befahren. Und genau das ist der Grund, warum ich das jetzt nochmal machen wollte. Denn meines Kenntnisstandes sind wohl die Verhandlungen angeblich sogar so weit, dass der Nationalpark bereit ist, es freizukaufen. Das heißt, wohl Geld fließen kann. Naja, und wenn jemand mit der Scheine winkt, dann könnte das ja möglicherweise doch für jeden Mann plötzlich lukrativ werden. Denn es ist nur eine Frage des Preises, steht da. Und sollten die sich denn einigen, ja, dann wäre meine Idee, die ich jetzt gerade vorhabe, Ende, aus. Dann kannst du das nicht mehr bringen. Daher wollte ich das unbedingt mal machen, weil als ich damals das erste Mal oben auf dem Skierfisch stand, schon sehr lange her, da habe ich mir gesagt, Mensch, das wäre doch mal geil, da unten im Delta lang zu machen. Allerdings nicht zu Fuß, sondern mit dem Boot. Ja. Und allerdings auch nicht so, wie das vielleicht der eine oder andere macht, da Lagerfeuer anzünden und hast nie gesehen, sondern wie gesagt, auf meine Leave No Footprints Art, ja, dass ich praktisch keinen Abdruck dahinter lasse. Genauso wie wir überall anders auch gewesen sind, letztes Jahr. Ne? Zum Beispiel Blueberry Island, ja, das ist so ein bisschen was Ähnliches gewesen. Ne? So ähnlich wäre das denn da auch. Naja, und deswegen dachte ich mir, will ich das nicht lange schleifen lassen, dieses zu tun. Ja? Jetzt hat sich natürlich herausgestellt, dass es mit dem schönen Gartenwagen nicht funktioniert hat. Ja? Aber eins könnt ihr mir glauben, sobald ich zu Hause bin, werde ich mir eine Idee überlegen, wie ich es nicht doch noch vielleicht mal möglich machen kann. Ja? Ich werde mir was überlegen in jedem Fall, weil ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, spätestens wenn vielleicht der ein oder andere Same sich sagt, weil da gehen ja auch Generationen mit Wechsel, ja, die das weiter betreiben, könnte jetzt einer vielleicht schon seit 15 Jahren die Meinung vertreten haben, nein, kriegst du nicht, ist meins, weil wegen Einnahmen. Und irgendeiner könnte dann aber vielleicht sagen, ach scheiße, die ganze Rentierzucht hat hier sowieso keinen Sinn mehr, die Viecher sterben alle weg, Jagd kriegen wir auch nichts mehr, Elche sind weg und Touristen, naja, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, ich will Computer studieren in Stockholm. Versteht ihr? Und schon würde ich sagen, ach so, eine Fehlstation winkt ja gerade mit ein paar Rubel. Na akkurat, dann nehmen wir die. Tschüss. Versteht ihr, was ich meine? Das ist spekulativ natürlich, aber ich bin ja auch jemand, der wartet jetzt nicht unbedingt, bis es soweit ist, um dann rumzujammern, sondern ich versuche es lieber gleich nochmal zu machen. Versteht ihr?
So sieht's aus. Ja. Ich weiß, dass ich nicht der Erste bin, der grundsätzlich mit dem eigenen Boot dahin fährt. Denn wie gesagt, man kann ja eins von den Samen mieten, beziehungsweise deren Boot Shuttle. Ja. Das Nervige daran ist, ihr, genauso wie mit den Quads, ihr fahrt dann praktisch mit dem Motorboot. Und da Ding brauchst du, da brauchst du Mickey Mäuse drauf. Da kriegst du eine Macke. Kannst du neben deinem besten Kumpel sitzen und die könnt euch anschreien, verstehst kein Wort. Und willst du, jetzt ist die Frage, willst du so die Natur genießen? Das ist praktisch wie ein Helikopterflug. Mickey Mäuse auf, hörst du nichts? Und dann den schönen Ausblick. Das ist nur die halbe Miete. Ja, sowas will ich nicht. Und die bieten hier leider nicht an, dass du dir ein Ruderboot bieten kannst und da hochpaddeln kannst. Versteht ihr? Das wäre nämlich ein Highlight. Das wäre natürlich auch noch eine finnische Geschäftsidee, ja, dass sie da ein paar Kanus vermieten. Ja. Wäre ich Same, hätte ich ja so eine Idee. Ja. Aber kannst du natürlich noch nicht jedem in der Hand geben, weil ich würde sagen, dauert nicht lange und dann machen die das Delta alle platter, ja, die Touris. Also zumindest die, die nicht anständig mit der Natur umgehen. Das ist ja der Punkt und davon haben wir mittlerweile festgestellt, gibt es leider mehr als genug. Eli, komm mal hierher, sonst wirst du nicht mehr fahren vom Rentierjäger hier. Elchjäger, Entschuldigung. Ja, also haben wir jetzt nochmal kurz einen Schnack darüber betrieben. Ja, hier zum Beispiel ist eine Preiselbeere. Habe ich also nicht gelogen. Na, die ist aber noch unreif. Das ist egal. Sau macht lustig. Ah. Gut, ich versuche jetzt das Ding da wieder runter zu buxieren. 300 Meter haben wir noch. Ja, die Brücke wird nochmal, das wird nochmal ein Schweinetramp. Und dann, da könnte ich kotzen. Ich könnte kotzen. Guckt euch das an. Wir haben Sonnenschein. Jeder andere würde jetzt wahrscheinlich auch sagen, der die Region hier kennt, der würde sagen, Alter, Dominik, du hast dir den besten Tag ausgesucht, um nichts zu machen. Ja, echt. Ja. Ich meine, wir haben ja was gemacht. Wir haben, und das ist ja, muss man auch immer sagen, mit Niederlagen muss man auch umgehen können. Und ich sage immer, wenn es nicht selbst gemacht hast, dann kannst du nicht mitdrehen. Ganz einfach. Und irgendein Klugscheißer, der es besser wüsste, mit dem Mund, auf sowas gebe ich hier gar nichts. Die Leute, die mir wirklich zeigen können, was sie gemacht haben, mit denen ich das selber mitmache, die haben meinen Respekt verdient. Aber alle Laberköppe, ja, die nichts vorweisen können, da gebe ich einen feuchten Kirch drauf. Ja. Deswegen ist mir immer ganz wichtig, die Dinge auszuprobieren. Ja. Und nicht morgen, wenn wir in einer Grabtonne liegen, ja, so wie der eine oder andere das will. Ah ja, wenn ich denn Rentner bin, ja, dann habe ich Zeit für alles. Dann kommt er hier wahrscheinlich gar nicht mehr hin, außer mit dem Hubschrauber, der kostet 450 Euro. Oder aber dann, man weiß es ja nicht, ja, oder aber ihr habt, was weiß ich, 27 Mal Tumor und seid ans Bett gefesselt. Klingt finster, aber man sollte realistisch bleiben. Ja. Gut. Genießen wir hier nochmal diesen wunderschönen sonnigen Südhang. Und dann geht's jetzt ab, die Katze. Eli, kannst du wieder herkommen? Da vorne ist diese Schweinebrücke. Ja. Und ja, da geht's zurück zum Auto. Ja. Schönes Wetter, ne? So, Eli, komm mal hier rum. Ich war ganz lang hier. So. Oha, du, ich mach mal kurz aus. Geht nicht. Scheiße.
Und habt ihr noch mal gesehen, wie man es normalerweise macht, wer findig ist, ja, wer clever ist. Fahrrad, Mountainbike, Trekkingrucksack, Wanderstiefel. Weil, es klingt jetzt böse, wenn ich das sage, ne, aber nur Idioten gehen den Weg zu Fuß. Es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, ja. Wir genießen aber die Sonne am Fluss. Große, das werden wir nie wiedersehen, das glauben, das werden wir nie wiedersehen. Da gucken wir noch mal hin. Na, Eli, kommst du durch das Schweinegitter nicht durch oder was? Na komm her, Eline. Na komm. Na zieh, Eli. Nee, andersrum. Komm her hier. Nur zieh, Eli. Jetzt seid ihr sich mal akkurat, ne? Oh, da könnt ihr auch richtig ärgern. Oh, nee. Na gut, guck mal, ob wir die Schwede noch reinholen. Na, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht mehr, könnt ihr vergessen. Keine Chance. Ich werde keinen Kontakt knüpfen. Schuld ist der Gartenfahren. Also, klingt ja jetzt ein bisschen verrückt, aber eigentlich tatsächlich freue ich mich auch, dass wir am Auto sind. Es ist, ich weiß auch nicht, ne? Ey, verbuchen wir das einfach so ein bisschen als Gartenwagen-Review, ja? Wir haben den Gartenwagen unter Einsatzbedingungen getestet und der ist gnadenlos durchgefallen mit Achsbruch. So. Was soll man denn jetzt machen? Wieder alles schön auspacken aus dem Auto und dann werde ich so ein bisschen für morgen vorbereiten. Auch wieder nur begrenzt, weil wir brauchen das Zelt ja heute noch, logischerweise. Ja? Aber ich darf schon mal so einen kleinen Vorausblick, nicht, dass jetzt einer denkt, ey, setz dich mal ins Auto, fährt nach Hause. Nee, bestimmt nicht. Wir können natürlich nur hoffen, dass es nicht so schlecht ist, wie das Wetter. Also da muss ich gucken morgen. Ja? Das werden wir entscheiden, beziehungsweise da muss ich nochmal tief den Himmel betrachten, heute Nacht vor allen Dingen. Dann ist Ziel, dass wir das Ganze morgen nochmal machen. Nur ohne unsere vierrädigen Freund, sondern tatsächlich denn per Pedis. Ja, beziehungsweise wir gehen zu Fuß, leider denn allerdings auch ohne Boot. Das ist mein größter Herzensbrecher jetzt überhaupt, weil dafür haben wir das Boot mitgenommen. Tatsächlich, nur dafür. Ja, wir werden sicherlich noch eine andere Möglichkeit finden, natürlich. Wenn wir jetzt hier nicht gepaddelt sind auf dem See, dann werde ich irgendwo anders. Das machen wir in jedem Fall. Also ich fahre jetzt nicht ohne das mal. Beim letzten Mal, wisst ihr ja, Finnland, bin ich schon nach Hause gefahren, ohne den Gartenwagen zu benutzen. Aber das konnte ich verkraften, weil er ja nur für eine Sache gut gewesen ist. Wobei, hätten wir da gleich getestet, hätten wir festgestellt. Aber vergessen wir das. Es ist Fahrradkette. Ja. Werden wir also in jedem Fall das Boot hier nochmal woanders. Also das möchte ich machen. Ich möchte hier nochmal paddeln. Ne? Da suchen wir uns nochmal irgendwie in so einen See und auch nicht nur einen Tag jetzt hier. Damit gebe ich mir auch nicht zufrieden. Ja, also da machen wir nochmal eine Tour irgendwo. Ich gucke mir was Schickes aus. Ich bin ja immer spontan. Ja? Die Speicherkarte war vorhin leer. Ich weiß gar nicht mehr. Da sind wir gerade im Auto angekommen. Ne? Ja, ich hab wieder alles vernünftig verpackt, eingepackt. Herzlichen Glückwunsch, ja, also richtig. Aber auch den Rucksack für morgen schon zu 85% vorgepackt. Weil ich den nicht nur mal extra umpacken will und den ganzen Bim-Bam-Babel, habe ich mich dann entschlossen, ich werde das Zelt mal ausnahmsweise drunter hängen oder draußen dran. Ja. Gucken wir mal, ob das bei dem Rucksackmodell möglich ist. Weil denn ist einfach so. Ja. Gucken wir mal. Ihr seht schon, wir haben Zeit ja jetzt, wobei 18.12 Uhr. Ja, und vielleicht habt ihr schon gesehen, also strahlenblauer Himmel. Ja, ist Wahnsinn. Man würde heute, das ist, und da, ich könnte, oh, ich könnte richtig, wirklich. Man würde heute am Rapperdal einen traumhaften Sonnenuntergang haben. Da, so ein Hals, wirklich. Weil das, also das kann ich sagen, kommt zu dieser Jahreszeit so gut wie fast selten vor. Jo, nützt jetzt nichts, darüber rumzujammern. Ja, und ich sagte, wir haben jetzt Zeit, deswegen habe ich mal den Trang hier rausgeholt. Der erste Griff wäre gleich zum Benzinkocher gewesen, aber
Nicht, dass nachher jemand sagt, ey Dominik, hast du die ganze Zeit, ne? Nehmen wir jetzt hier mal den Ethanol. Ja? Ob der jetzt sauberer ist, wissen wir nicht. In jedem Fall dauert es länger, aber das war ja klar. Vom Trangier Stromkocher habe ich tatsächlich noch kein eigenständiges Review bei mir auf der Webseite oder auf dem Kanal. Denn dieses Modell, was ich jetzt habe, ist noch relativ neu, habe ich noch nicht so lange. Ist hier der Duosal. Das heißt, die Kombination mit Edelstahl in und das altbekannte Aluminium, was Trangier eigentlich ja berühmt gemacht hat, außen. Den letzten Trangier, den ich hatte, das war noch das Modell weiß ich schon gar nicht mehr, aber es war noch komplett Aluminium und das ist schon sehr lange her. Das muss so ungefähr gewesen sein nach der Bundeswehrzeit, kurz danach. Und ja, was soll ich sagen, der ist durchgebrannt denn irgendwann. Ja. Den hatte ich damals schon Gebrauch gekauft. Und ja, was soll ich sagen, macht man nicht. Ich weiß, man stellt kein Aluminium-Dünnblech-Presspappe aufs offene Feuer. Aber wenn nun mal der Spiritus aus ist und Holz der einzige Brennstoff, dann testet man das mal aus, beziehungsweise nimmt es einfach in der Hoffnung, dass es hält. Nun ja, hat es nicht auf Dauer. Mal kurz geht das, wenn man vorsichtig, aber es kommt darauf an, wie lange man das Ding in die Flamme hält. Ja. Gut, also dafür gibt es noch keinen. Ich habe daher nur meine Trangier-Erfahrungen mit in mein allgemeines Kocher-Vergleichsvideo mit reingestopft. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich hier zu dem Duosal nochmal ein Review machen, wenn ich den eine Weile benutzt habe, logischerweise. Weil ich natürlich auch sehr gespannt bin, inwiefern das Edelstahl sich hier macht, wie lange das also hält, bis sich vielleicht irgendwann was löst. Ja, dann ist es ja offensichtlich beides zusammengepresst. Und das sind ja immer solche Sachen, ja, mit diesen... weswegen ich eigentlich grundsätzlich den Drang ja jetzt nicht so super mag, ist nicht, weil es einfach länger dauert im Vergleich zu anderen. Da könnte man ja drüber hinwegsehen, sondern weil einfach eine 3-Punkt-Auflage... Guckt mal, wen wir da oben wieder haben. Diesen Garcien... Garcien hätte ich fast gesagt, ne? Du hast schon wieder Futti, ne? Hier, komm her, ja! Ratte! weil einfach eine 3-Punkt-Auflage günstiger ist als einmal kreisrund, ja? Denn hier haben wir ihn ja. Ja, und du findest eigentlich nie einen richtigen Standfuß. Du kannst ihn hindrehen, wie du willst. Der kippt immer. Also zumindest jetzt hier auf dem Boden natürlich auch. Und da muss ich sagen, da sind die Schweden wahrscheinlich zu stolz, als dass sie da einfach mal nachbessern würden. Weil das wäre sehr simpel, ja, hier einfach mal einen anderen Fuß zu machen. Nun dann, wollen wir nicht rummeckern, wir wollten kein Review machen. Ja, wir wollen einfach nur ein lecker Bacon essen. Und eine Lage habe ich schon durch übrigens. Ja. Das ist jetzt hier ein bisschen was mit für Ila dabei. Und dann gibt es hier unsere Norrlandseck. Ja. Ich bin sehr gespannt. Das sind Monster-Bio-Eier. Gibt es hier eigentlich ein XL drauf oder so? Das steht hier nicht. In Schweden ist immer alles groß. Und was ist das? Nee, ich dachte schon 1 SE. 0 SE natürlich. Die 0 ist weggewischt. Ja. Und dann gibt es ja noch ein schönes Logo. Das ist hier aber verwischt. Vielleicht kann man es hier besser sehen. Ach so, das ist ein Haken drauf. Guckt mal, ein Haken. Ein Haken für alles klar, Bio oder was? Nun gut, da ziehen wir uns jetzt hier ein paar von rein. Es wird doch gleich frisch. Ich glaube, so einen warmen Tag wie heute werden wir nie wieder haben. Also das kann ich mir vorstellen. Ich habe vorhin richtig geschwitzt. In der Sonne war es super angenehm. Also ich würde sagen, in der Sonne bin ich der Meinung, sogar fast 8, 9 Grad könnte sein. In der Sonne wohlgemerkt. Ansonsten war heute 5 Grad. Also schätze ich mal, jetzt so gefühlt. Ja. Jetzt würde ich sagen, geht es gerade wieder auf 1 runter. Ihr merkt ja, wenn man nicht schon... Frost haben. Also wir können schon 0 haben. Denn wenn ich den Wetterbericht von vorgestern, habe ich mich noch so im Sinn habe, soll es die Tage jetzt runtergehen. Das passt natürlich, klar. Logisch. Wunderbar. Gut. Will ich jetzt nicht weiter nerven. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt jetzt hier lecker Bacon vom irgendwann, wenn Mr. Trangia meint, oh ja, es wird so langsam fertig ist, dann knallen wir uns hier die Eier rein. Und dann ist Ziel, dass wir morgen früh aufstehen. Tatsächlich. Also das müssen wir auch. Ja. Also einen Wecker werde ich mir nicht stellen. Das brauche ich hier draußen grundsätzlich nicht. Wenn wir verschlafen, dann ist das so. Aber den kann ich es auch nicht ändern. Aber ich werde jetzt... Wir müssen morgen richtig Strecke machen. Das hier fällt mir gar nicht. Ich mag sowas nicht. Aber
da das ja nur jetzt, wir sind einen Tag im Rückstand, sagen wir es mal so. Und ich habe jetzt umgepackt, weil logischerweise das Ding für 7 Tage kann ich jetzt nicht mehr machen. Dafür könnte ich zwar schon, ja, es ist grenzwertig. Ich möchte 7 Tage, wollte ich das Ding mit dem Basecamp machen, ja, wo ich so ein bisschen Bushcraft mache. Das heißt, wir halten uns da im Rapperdalen, im Delta, beziehungsweise irgendwo da in der Nähe auf, ja, und machen von da aus so ein paar Tagesausflüge. So ganz entspannt, easy. Ja. Was ich nicht mehr machen wollte, ist, dass ich, wenn ich alleine gehe, und natürlich mit Ila, ist auch noch, kommt noch hinzu, ja, dass ich hier wieder 40 Kilo schleppe. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Zeiten sind für mich vorbei. Wenn ich solche längere Touren mache, dann nur noch mit anderen. Ja, das habe ich hinter mir. Ich habe... wer es kennt, dem muss ich nichts erzählen, ja, wie schwer der Rucksack nach oder für 12, 14 Tage ist. Ja? Autarke Selbstversorgung. Das wird zwar immer leichter irgendwann, aber die Kräfte lassen auch nicht im gleichen Verhältnis nach, wie der Rucksack leichter wird. Ne? Das ist das Problem daran. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr, mich da totzutragen. Und deswegen habe ich mir auch mal so ein Limit gemacht, maximal noch eine Woche. Irgendwie, alleine meistens. Und ansonsten, den Rest verbuche ich dann tatsächlich auf die Touren. Ja? Und in diesem Fall habe ich mich jetzt von den 7 Tagen, die wir eigentlich haben, bin ich auf 5 runter. Ja? Wegen dem Boot, ganz einfach. Ja? Weil das Boot, muss man sagen, erleichtert mir natürlich einiges, wenn ich es nicht gerade 10 Kilometer über den Dings schleppen muss. Ja? Erleichtert es mir natürlich aber auch vor Ort. Denn, beziehungsweise während des Vorankommens, wenn wir denn mal am Wasser sind, ist es natürlich deutlich entspannter. Da kann ich dann für 14 Tage einpacken, das ist gar kein Ding. Aber zu Fuß, das ist ja, man wird ja auch nie jünger, muss man sagen. Aber wenn, die ein oder andere Tour mache ich noch, wo denn Leute sagen, alles klar, ich will schon mal, aber das kommt selten vor, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man sagen, wir machen noch mal 10 Tage. Ja, im Sarek habe ich da noch die ein oder andere Tour, ja, aber die mache ich jetzt auch nicht 3-mal hintereinander. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, einmal im Jahr reicht mir dennoch aus. Und da muss man natürlich sagen, teilt man natürlich auch auf, ja, logischerweise. Denn es kommt selten vor, dass jeder in seinem eigenen Zelt schläft, ja. Beziehungsweise das auch noch trägt, das ist ja der Punkt daran, ja. Und hier an dem Punkt kann man dann natürlich jeden Ultraleicht-Trecker verstehen, der sich dann sagt, was? 4 Kilo Zelt, ja, so nach dem Motto, geht gar nicht. Wir nehmen jetzt hier mal die Mütze ab, weil das dauert mir jetzt hier ja ewig. Ja, das ist ja wirklich belastend. bin ich schon gar nicht mehr gewohnt, seht ihr, ja. Ich hatte jetzt, das ist natürlich das Problem, diese, entschuldigt, jetzt wird es doch ein halbes Review, mit hier, ja, mit der Streuklappe. Seht ihr, so hatte ich es die ganze Zeit drauf. Also nur das Ding, aber den Deckel weg, ja, war trotzdem zu wenig Flamme, ja, die nächste Stufe ist praktisch, du nimmst es runter, weil machst es noch weiter zu, kommt gar nichts mehr an, das heißt hier die Regulation der Flamme ist entweder Flamme an oder Flamme aus, ganz einfach, und seht ihr ja, ist Flamme an, dann brennt der Kram an, ja, da kannst du eigentlich froh sein, dass hier kein Aluminium hat, sondern Edelstahl, dass es nicht so schnell und so doll anbrennt, ja, und hier ist ja richtig, seht ihr ja, Butter drin ohne Ende. Gut, jetzt ist doch ein halbes Review geworden, entschuldigt. Ja. Gut, also seid ihr auf dem Laufenden, ja, und wisst ihr jetzt, ich plane so ungefähr für 5 Tage laufen, das ist noch okay, aber ich gehe davon aus, dass wir denn da 30 Kilo haben, Rucksack, ja, das wird sich nicht vermeiden lassen, immer daran denken, wegen dieser Kameramist, ja, und jetzt kommt euer Akkukram hier mit dem Video auch noch dazu. Wenn du das nicht hast, kannst du sagen, locker mindestens 6 Kilo weniger. Ja, das ist so. Gut, alles klar, auf dahin. Ich will jetzt natürlich Akku und Speicherkarte schon, keine Frage. Wie es jetzt vorangeht, könnt ihr eigentlich denken. Ne? Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Na, Eli, hast du schon Schmack auf den Hungry? Papa bringt ja gleich einen Superschinken. Geht gleich los, Eli.